Das Leben geht weiter und bei uns wird's kulinarisch. 15 Wirte im Raum Leibniz laden im Jänner zu den sogenannten Schlachttagen. Im Kulinarium gibt's heute geröstete Kalbsleber in Marsala-Soße mit Wildreis. Kein Dorf an der Sulm hat eine kleine, aber feine Adresse für Genießer. Das Hartmann. Übrigens das einzige Lokal in der Steiermark, in dem ganzjährig Fondues aller Art angeboten werden. In diesem Familienbetrieb sind Rudolf Hartmann für die Küche und seine Frau Heidi und sein Sohn Christopher für Service zuständig. Regional und saisonal, so lautet das Motto der Küche im Hartmann. Und deshalb gibt es jetzt im Jänner hier die sogenannten Schlachttage. Das sind die Stichworte da bei uns in Leibniz. Wir sind rund 15 Wirte, was da mitmachen. Und wir versuchen einfach dieses Regionale und Saisonale, wie an und dazu mal eigentlich die Oma gekocht hat, wieder einzuführen. Und sowohl bei den Wirten als auch bei den Gästen kommt das Gott sei Dank ganz gut an. Und so gibt es im Hartmann neben den Küchenklassikern auch Köstlichkeiten wie gebackenes Bries, Breinwurst und natürlich auch Webergerichte. Einfach köstlich kann man nur zu diesem Wintergericht sagen. Und es ist ein klassisches Wintergericht, in dem Fall geröstete Kalbsleber, was ganz Feines. Optimal zur Winterszeit, optimal zu der Zeit jetzt überhaupt. Ja. Schwierig zuzubereiten? Finde ich nicht, ist eigentlich sehr leicht, sehr schnell, ein sehr schnelles Gericht. Eines fehlt mir ja hier am Tisch, nämlich Salz. Die Frage ist ja immer, wann salzt man ein Leber? Wirklich, also vorher oder nachher? Ich selber salze es überhaupt nicht, weil die Suppe hat genügend Salzanteil, nämlich dass es ausreichend ist für den Geschmack. Das ist also der dritte Weg bei der Leber, gar nicht salzen. Etwas darf nicht fehlen, die Beilage. In dem Fall Reis, aber Wildreis. Ja. Wird der anders zubereitet? Wird gleich zubereitet wie jeder Reis. Wildreis in heißem Öl kurz anlaufen lassen und mit der doppelten Menge Wasser aufgießen. Eine halbe Zwiebel mit Nelken spicken und zum Reis geben. Salzen und zugedeckt fertig dünsten. Petersilie und eine kleine rote Zwiebel fein schneiden. Die Zwiebel in einer Pfanne gemeinsam mit kleinen Speckstreifen anschwitzen. Dann die Leber zugeben und kurz anrösten. Mit ein wenig Mehl stauben und mit Süßwein, in diesem Fall mit Marsala, ablöschen. Dann mit Rindsuppe aufgießen. Als Würze kommen nur Majoran und Pfeffer dazu. Mit dem Wildreis anrichten und mit Petersilie garnieren. Jetzt ist Kalbsleber ein sehr feines Gericht. Da können wir trotzdem einen kräftigen Wein dazu trinken? Genau so ist es. Zwar nicht säurebetont, aber leicht mineralisch ist der Sauvignon vom Weingut Repolusk aus der Region. Schöne Grüße nach ganz. Sehr also, zum Wohle. Zum Wohle. Prost. Prost. Prost.